So. Wieder richtig positionieren hier. Da bin ich wieder. Ich bin jetzt zurückgelaufen zu der Heilerin. Hab nichts gemacht, keine Sorge. Ich habe nur einen Riesenpilz gefunden. An einem Baum. Aber dann können wir jetzt einfach weitermachen. Und ja. Oh, no nix. Ich bin überlegen, ob ich nicht vielleicht doch mal probieren sollte, hier ein Pokémon anzuquatschen, weil ich nur Pech hatte. Nicht anzuquatschen, zu einem Pokémon zu gehen, das hier auf der wilden Wiese rumläuft. Aber ich habe halt die Sorge, du bist ein starkes, du lädst mich, du lädst mich auf. Ich will eigentlich ein ganz, komm, wir gucken mal hier. Ob die alle stark sind. Oder Level 15. Okay, sie sind zwar nicht schwach, aber nicht so overlevelt wie das Apollo mit Level 31. Temposchub. Ui, war eine Menge Schaden. Temposchub. Aktivität, das ist okay. Sinnvoll bei der Fähigkeit, das noch so einzusetzen. Sehr gut. Und dann werfen wir jetzt schon den Ball, würde ich sagen. Wir haben nicht mehr viele Bälle. Ja. Zwei. Drei. Perfekt. Linias wurde gefangen. Oh, alle Level up. Nice. Okay, das Pokémon, das am Kampf teilnimmt, kriegt nochmal mehr Erfahrungspunkte als die anderen. Deutlich mehr. Oh. Lauscht man längere Zeit seinen Gesang, löst er dauerhafte Kopfschmerzen aus. Es ist so schnell, dass es beinahe unsichtbar zu sein scheint. Dann lohnt es sich doch, Pokémon zu tauschen. Einfach nur, damit die schneller hochleveln. Pokémon bewegen. Und Kryptifuchsor. Ich glaube, wir gehen jetzt mal langsam zur Stadt. Felino. Das hagelt. Im Ernst? Ah, Klauenwetzer. Okay, dann hat sich das erledigt. Das war ein Quit. Ei. Oh, Prügler. Nahezu nichts. Nahezu nichts. Nahezu nichts. Fünfmal, sechsmal, nahezu nichts. Weiß Nebel, Dunkel, Nebel, Regen, Tanz. Und die vierte Attacke habe ich schon vergessen. Hat aber reingesetzt. Glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ich bin verwirrt.
gibt es echt verdammt. Also, ich muss sagen, die Anzahl der Pokémon, die du jetzt hier schon zur Auswahl hast, ist krass. Ach, schade. Aber der Hagel wird jetzt nochmal ein bisschen was erledigen. Und ein bisschen weiter anschwächen. Dann wird die Fangwahrscheinlichkeit wieder ein bisschen höher. Gefangen. Sehr schön. Standpau. Das war das, was ich vorhin meinte. Wäsche gegnerischen Pokémon mit einem ausführlichen Standpau in den Kopf und senkt dabei deren Spezialangriff. Ja, komm. Dieses Pokémon lebt in kaltem Wasser. Wenn die Temperaturen an Land tief genug fallen, verlässt das Wasser und sucht dort nach Futter. Also die Auswahl an Pokémon ist hier echt krass. Aber wir werden mal weitergehen. Wir wollen ja ein bisschen noch Arenen und so weiter sehen, ne? Gelatino. Also hier ist so der Eisbereich. Ja, was ist denn das gezogen? So was unglaublich toll. Für 100 Watt wäre ich bereit, meinen tollen Fang in die abzulegen. Gehörst du dazu? Das wird... Ah, okay. Ich dachte jetzt, er gibt mir ein Kapator. Ich will eigentlich ein ganz bestimmtes Pokémon fangen. Einfach nur ein Käfer-Pokémon. Und Schneebedeck. Blursi. Du findest ja, du siehst, Naturzone quillt geradezu über von den Energien, die man als Watt bezeichnet. An diese Energie gelangst du durch leuchtende Pokémon-Liste sowie über leuchtende wilde Pokémon. Und dazu triffst du zudem auf Trainer, die dir allerlei Items in Tausch gegen Watt überlassen. Das habe ich gemerkt. Sieht aus wie dieser Professor Kukui aus Sonne und Mond. Ich will nur ganz kurz gucken, obwohl vielleicht kriegen wir bald ein Fahrrad. Wie kann ich dir helfen? WLAN? Nichts. Hallöchen, wie ich sehe, ist die Welt der Pokémon noch recht neu für dich, wie? Man nennt mich übrigens den Camping King und ich sehe immer noch nach dem Rechten. Ich weiß, dass es alle Anfang schwer ist, also kannst du mir, hoppla, rund ums Pokémon ruhig Löcher in den Bauch fragen. Somit kann ich dir mit Pokémon Camping helfen. Das ist für mich nicht so interessant. Dann haben wir jetzt mal hier Engine City. Ich will nicht überleveln, deshalb dachte ich, ich gehe mal weiter, weil mittlerweile sind alle schon so Level 12. Im Schnitt, würde ich sagen. Durchschnitt bei mir. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass der Champion in Galar quasi Heldenstatus genießt. Die Leute hängen förmlich an seinen Lippen und verfolgen alles, was er tut. Unfassbar, wie riesig diese Stadt ist. Ich muss immer wieder meine Karte zücken, um mich nicht zu verlaufen. Pokémon haben es echt nicht leicht. Erst müssen sie sich ganz klein machen, um in die Pokébälle zu passen, und dann werden sie durch die Dynamaximierung riesengroß. Pikachuler haben einen wahren Putzwimmel und nutzen ihren Schweif als Staubwedel. Hey, hallo! Du hast es durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht. Dein Team ist jetzt sicher ziemlich erschöpft. Los, gehen wir ins Pokécenter. Wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir da auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Bezweifle ich. Oh, schau mal. Rotomina ist gerade frei. Rotomina ist eine Kurzform vom Rotom Terminal. Das sind nützliche Geräte für Trainer.
Trainieren kannst du unter anderem das Design deiner Ligakarte individuell gestalten. Bastel doch einfach mal ein bisschen an deiner Ligakarte rum. Lass deine Kreativität freien Lauf. Du hast die Ligakarte von Dalian. Du sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Ja, jeder Trainer besitzt eine eigene Liga, die über die Kommunikation. Ist bestimmt nicht entgangen, dass deine Engine City ziemlich groß ist, aber kein Grund zur Sorge. Wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Vergiss nicht, vorher dein Team heimzulassen. Ach ja, die Eröffnungszeremonie, das weckt Erinnerung. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz deines Stadions betreten habe. Mann, war das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder das Kribbeln im Bauch. Du bist so alt und hast gerade mal ein Voldi. Training war nicht so deins, hä? Hey du, wenn du einen Skoppel dabei hast, würdest du es gegen meinen Raffel tauschen? Nö. Ich hab selber einen Raffel. Die beiden Verkäufer da drüben bieten ganz unterschiedliche Waren an. Dabei sehen sie sich so ähnlich. Wenn du ein Pokémon fangen willst, solltest du es zuerst schwächen. Versuch doch mal seine KP zu verringern oder es mit einer Startattacke in Schlaf zu versetzen. Das Foto mit diesem Rotomina scheint den Kartomaten zu lieben. Pokebälle? Pokebälle! 5 Premierbälle. Jawohl! Dass du es durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Die Arena Challenge. Genau, als nächstes solltest du zur Eröffnungszeremonie der Arena Challenge. Aber wird ganz trocken hier. Sie findet morgen in Engine Stadion statt. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Vergiss ja nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis später. So, dann gucken wir uns die schöne Stadt mal an. Hier wird es einiges geben. Ich finde es toll, dass es hier einen Ort gibt, an dem Frau Beiler ein wenig verschnaufen kann. Vielleicht sollte ich mir auch einen Schluck aus den Wasserspendern hier gönnen. Ich sehe mir Tag ein, Tag aus diese gigantischen, dampfbetriebenen Zahnräder an. Okay. Warum nicht? Ein Nugget! Gold! Ich liebe Gold! Engine City ist große Klasse. Wusstest du, dass der obere und untere Bereich der Stadt durch einen Lift verbunden sind? Okay, hier darf ich nicht lang. Ich habe Blumen-Pokémon total gern. Ich bringe immer meinen Blumenstoff mit nach Hause, egal ob es sich um einen gewöhnlichen Tag oder einen besonderen Anlass handelt. Mein Pokémon liebt den Duft frischer Blumen einfach über alles. Okay. Übung macht den Meister. Man muss immer und immer wieder Pokebälle werfen, bis man seine Wurftechnik im Schlaf beherrscht. Ein Pokéball, gut, dass ich 50 gekauft habe. Der wirft seine Pokébälle immer mit so viel Schwung, dass dessen Pokémon darin bestimmt ganz schwindig wird. Niedlich. Bei der Blumensucht verwenden wir die Pokémon-Attacke Wachstum. Daher kommt die beachtliche Größe unserer Pflanzen. Hüftsch. Bist wohl mit deinem Pokédex beschäftigt, wie? Da habe ich einen Tipp für dich. In einer Naturzone triffst du auf die unterschiedlichsten Pokémon. Danke für den Rat. Hutut mag bittere Sachen, aber ich habe eher eine Vorliebe für Süßes. Wenn man an der Arena-Challenge teilnimmt, kann man im Galar zum Star werden. Hast du dir den Sommer gesehen? Es ist ja toll, dass er so viele Sponsoren hat, aber besonders modisch sehen die vielen Logos nicht aus. Das stimmt. Willkommen im Kampfcafé. Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du, gibt es eine Belohnung, etwas Süßes auf Kosten des Hauses. Na, willst du probieren? Kommt nichts wie los. Genehmigen wir uns ein kleines Päuschen voller Action. Barista. Jim. Oh, Käfer, aber es ist nicht gut.
weh. Dann nochmal. Nochmal ein Käfer. Oh, Käfer. Oh, Spezial. Aber wir haben den Spezialangriff gerade gesenkt, von daher ist es ganz gut. Oh, er ist ja weg, mein Spezialangriff. Verstehe. Ich überlebe aber nicht noch einen Käfer bis. Also. Nehmen wir jetzt meinen Volley. Ah, easy peasy. Floschigkeit ist halt so eine gute Fähigkeit, dass es so verdammt viel aushält. Ja, lass dir diesen Sieg auf der Zunge zergehen. Oh, Kohle gab's auch. Hier kommt das süße Vergnügen, das ich dir versprochen hatte. Spezialität. Das heilt mich, glaube ich, von jeder Statusveränderung. Ja. Freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch. Der Kaffee heute schmeckt echt gut, da haben die Pokémon gute Arbeit geleistet. Gabu ist der Beste. Er ist zwar älter als mein Papa, hat's aber immer noch drauf. Ich wünsche mir, dass er noch Arena-Leiter ist, wenn ich mal an der Arena-Challenge teilnehme. Mein Freund ist ein großer Fan von Gabu. Er sammelt all seine Liga-Karten. Nerd. Was machst du hier? Sieh an, ein Pokémon-Trainer. Ich habe hier etwas für dich. Wende das doch mal auf eines deiner Pokémon an. TP13, das du verschleust DM. Anwende ab mit einem und bündel Kraft. Die Volltrefferquote steigt dadurch. Technische Platten oder Kurz-TP sind echte Antiquitäten, mit denen man Pokémon selten Attacken beibringen kann. Dass sie nach einmaligem Gebrauch schon reif für die Mülltonne sind, steigert dabei sogar noch den Nostalgiefaktor. Okay. Es ist schon ein tolles Gefühl, die Ware in den Händen zu halten zu können, bevor man sie kauft. Produkte online zu bestellen, um von Pokémon bis an die Haustür geliefert zu bekommen, hat aber auch seinen ganz eigenen Reiz. Das Kaufverhalten eines Menschen verrät sehr viel über dessen Persönlichkeit. Mein Mann zum Beispiel, tja, der macht sich überhaupt keine Gedanken beim Einkaufen. Onix ist ja an sich schon ein riesiger Pokémon, doch durch die Dynamaximierung wird es noch viel größer. Ich habe den ganzen weiten Weg aus Alola auf mich genommen, um die Arena-Challenge heute mal mitzuerleben. Supertrank, sehr schön. Ne, ich wollte mein Kleptifuchs heilen. Eieiei. Kann ich irgendwie markieren, dass ich alle schon gesehen habe? Uiuiui. Oh, warte mal. Mein Klepti, mein Voidi hat ein Item. Item in den Beutel stecken. Welche Trikotnummer würde ich mir wohl geben, wenn ich frei wählen dürfte? Ich kann mich nicht entscheiden. Das gleiche Trikot wie mein Lieblingsarena-Leiter zu tragen, ist der ultimative Kick. Okay. Gut. Hier, ich schenke dir diese Top-Ohrenstöpsel. Ein paar Top-Ohrenstöpsel. Mit diesen rätselhaften Ohrenstöpseln kann man die Lautstärke verschiedener Geräuschquellen regulieren. Mit ihnen kannst du die Geräuschkulisse um dich herum nach Lust und Laune ein- und ausblenden, wenn das mal nicht top ist. Okay. Liga-Präsident Rosé legt sehr viel an Galas Wohlergehen. Er garantiert nicht nur die Energieversorgung hier in der Region, sondern unterstützt auch die Arena-Challenge nach Kräften. Ganz ehrlich, bei Flugzeugen und sonstigen Metallhaufen, die sich wie von selbst bewegen, bekomme ich es mit der Angst zu tun. Das gilt natürlich nicht für Stahl-Pokémon. Dampfkraft ist toll, sie kann sogar diesen riesigen Lift bewegen. Lurak! Puh, ohne dich würde ich den Weg zum Stall nie finden, Glurak. Mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Oh, hallo Yuri.
Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Das war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Puh, ich habe da etwas, was du sicher gut gebrauchen kannst. Hier gibt es ein Pokémon zum Tragen. Fiole Zauberwasser. Ja, für mein Memnion. Du bist fast da. Wenn du den Lift hinnimmst, kannst du das Engine-Stadion gar nicht verfehlen. Außer man heißt Delian. Dann machen wir das auch. Gehen wir unserem Memnion mal hier den Beutel holen. Schatztasche. Und wo ist dann mein... Ah, da. Ah, das Engine-Stadion, der Schauplatz der Eröffnungszeremonie. Auf die Schaukämpfe freue ich mich auch schon sehr. Die Arena-Leiser sind bei der Eröffnungszeremonie für die Arena-Challenge auch mit von der Partie. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge ist jedes Jahr mein absolutes Highlight. Ah, alles klar, da dürfen wir auch nicht lang. Da bist du ja. Das ist das Engine-Stadion. Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten. Stell dir nur mal vor. Die Eröffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt. Ich zittere schon total von Nervosität. Ach, was rede ich da? Das ist keine Nervosität. Das ist pures Adrenalin. Bin so aufgeregt. Jetzt wird rangeklotzt, Juri. Die ganze Welt soll unsere Namen kennen. Du bist ein bisschen overhyped, ha? Huh? Alle Teilnehmer der Arena-Challenge sind herzlich eingeladen, die Nacht im Knospi-Inn zu verbringen. Wir Liga-Angestellten sorgen dafür, dass die diversen Kämpfe bei der Arena-Challenge alle reibungslos über die Bühne gehen. Tada, du bist dir nicht so schade, auch ein Pokéball wie mich anzusprechen. Dafür will ich dir was Feines geben. Ein Pokéball? Wer hätte damit gerechnet? Ach übrigens, mal so unter uns, ich bin im Wahrheit gar kein Pokéball. Da bist du baff, wie? Hast du eine Idee, wer ich bin? Also gut, ich weiß ja. Man nennt mich Balduin. Wow. Ich muss nochmal kurz einen Cut machen. Bis dann. So. Das Stadion ist riesig. Wie viele Häuser da wohl reinpassen? Das Stadion ist groß genug, um deine maximierte Pokémon darin Kämpfe austragen zu lassen. Vor langer Zeit soll es ja mal ein gigantisches Stadion ganz aus Stein gegeben haben. Dieses Kramor trägt sonst jedermann durch die Lüfte, aber jetzt braucht es auch mal eine Pause. Das ist riesig. Holy shit. Ich habe nicht gedacht, dass es so groß ist. Oh, da liegt doch was. Sprühdose Schutz. Entschuldigung, wir nehmen gehen. Ich mach die Nacht durch. Wow, schau dich nur mal um. Überall Arena-Challenger, egal wo man hinsieht. Wegen ID müssen wir uns also durchsetzen. Komm, melden wir uns an. Ist das Kuba? Nee, ist es nicht. Was geht denn mit dem ab? Seid ihr zwei hier, um euch anzumelden? Dann zeigt mir bitte eure Empfehlungsbriefe. Oh, eine Empfehlung vom Champ persönlich. Sowas sehe ich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Wie bitte? Denn hat euch beide als Teilnehmer an der Arena-Challenge empfohlen? Da müsst ihr wirklich großes Talent haben. Scharf beobachtet, mein Name ist Hop. Vor ihnen steht Dalians kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie, wo, was, wow. Einen Moment bitte. Genau, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsstet ihr euch bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Welche Nummer möchte ich?
SOS, weil die Leute um Hilfe schreien werden. Ja. Das habe ich nicht vorgesehen, tut mir leid. Wow, der Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht lumpen lassen, was? Los komm, wir checken am besten gleich in Knospi Inn ein. Entschuldige, aber hier haben nur diejenigen Arena-Challenger zu tritt, die sich an unserer Arena-Mission versuchen. Tue ich das nicht? Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge, meine Familie klebt dann an sicher am Fernseher. Vielleicht sollte ich nochmal in den Spiegel checken, ob meine Frisur richtig sitzt. Hey, hast du schon gehört, dass bei diesem Turnier auch Trainer mitmachen, die eine Empfehlung von Champion von Rosé haben? Meine Empfehlung stammt vom Liga-Präsidenten höchstpersönlich. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich gehöre zur absoluten Elite. Also geh mir aus den Augen und verschwende nicht länger meine kostbare Zeit. Als Arena-Challenger sollten wir einfach alles aus uns herausholen. Du machst vielleicht große Augen. Ich wette, das ist dein erster Besuch in einer Großstadt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich bin nämlich auch ein Landei. Echo. Auch wenn es so viele Teilnehmer sind, werden sich nur wenige bis zum Ende durchsetzen. Kann ich herein? Nein. Ich bin wegen der Eröffnungszeremonie so nervös, ich kann gar nicht aufhören zu zittern. Und meine Pokémon sind in ihren Bällen, die platzen geradezu vor Tatendrang. Ich habe halt kaum Trainer gehabt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vom Level zu niedrig bin oder hoch genug. Es verwirrt mich. Du bist Arena-Challenger Yuri, habe ich recht? Zum Knospi-Inn geht es hier entlang, wenn du mir bitte folgen würdest. Dies ist das Knospi-Inn, Yuri. Tritt ein und ruh dich gut aus. Du wirst all deine Kräfte brauchen. Ich hätte gerne meinen Trainerkampf, damit ich weiß, auf welchem Levelniveau ich hier bin. Ist das so viel verlangt? Wäre es nicht toll, wenn auch wir Menschen Pokémon-Attacken einsetzen könnten? Also ich denke schon, dass ich zum Beispiel einen Hyperstrahl zum Besten geben könnte. Was haben wir denn hier? Mach mich jetzt runter. Okay. Ich verschwöre dir zwar großes Potenzial als Trainer, aber es ist noch etwas zu früh. Komm wieder, wenn du Champ geworden bist. Zeit ab. Obwohl, ich habe... nee. So. Wir gehen erstmal hier nochmal weiter. Ich würde halt, wie gesagt, echt gerne einen Kampf haben, damit ich weiß, ob ich jetzt vom Levelniveau zu niedrig bin oder ob das passt. Ich habe halt keine Relation dazu. Was mache ich jetzt nur? Mein Pikachu ist weg. Kann ich dir helfen? Du hilfst mir dabei, mein Pikachu zu suchen? Danke. Mein Pikachu liebt es zu pfeifen und im Wasser zu planschen. Es versteckt sich also bestimmt irgendwo, wo es ungestört planschen kann. Also, aber gibt es so einen Ort in Angel City überhaupt? Es hat einen etwas seltsamen Ruf. Es macht immer Pfie. Wenn du das also hörst, pfeif doch mal. Na, was hältst du von unserem geheimen Versteck? Wir wollen eine Arena-Stadion daraus machen. Die Arena-Leiter kämpfen unabhängig von der Arena-Challenge gegeneinander, um zu ermitteln, wer oder der oder die Stärkste ist. Muss ich jetzt wieder hier runterlaufen? Weil Wasser und... ruhiger Ort und das da unten sieht sehr ruhig aus. Und da ist Wasser. Anscheinend nicht. Oh, vielleicht der Brunnen. Am Stadion. Pokepuppe gefunden. Jeden Tag aufs Neue gebe ich mein Bestes und feuere meinen Lieblingsarena-Leiter
lauthals an. Wenn man etwas richtig, wirklich gerne tut, da hat man es nie satt. Wenn du deine Frisur veränderst, kannst du im Pokémon Center mit Rotomina deine Liga-Karte aktualisieren. Hier können wir mit Pokémon spielen. Yippie, yippie! Oh, hoppla. Ich spiele hier Hüpfekreise mit Isso und meiner kleinen Schwester. Kennst du dieses Spiel? Dabei muss man auf einem Bein von Kreis zu Kreis hüpfen. Pokémon brauchen Angriffspunkte, kurz AP, um Attacken einsetzen zu können. Menschen können sich jederzeit verändern, wenn sie denn nur wollen. Selbst für einen alten Knacker wie mich ist der Zug noch nicht abgefahren. Es geht schon in Ordnung, sich in der Stadt Kämpfe zu liefern, aber man muss dabei auf seine Mitmenschen Rücksicht nehmen. José, der Präsident der Pokémon-Liga, ist in den verschiedensten Bereichen aktiv, aber alles, was er tut, dient dem Wohl der Galar-Region. Okay, das ist der Bahnhof. Ist echt groß, muss man sagen. Wo bin ich jetzt hier? Die Stadt ist riesig. Los, Schallquapp, Zeit, den Heimweg anzutreten. In Galar hilft man sich gegenseitig, so sind wir einfach. Ich leiste auch meinen Beitrag, indem ich hier auf freiwillige Basis ein wenig aufräume. In Unterhaltung muss nicht unbedingt bedeutungsvoll sein. Manchmal reicht es einfach nur, die Stimme eines geliebten Menschen zu hören. Ich glaube, wir kommen hier noch gut durch die Stadt, aber... Manche von uns sind völlig versessen auf Kämpfe, manche mögen andere Sachen. Es gibt verschiedene Wege, mit Pokémon zusammenzuleben. Ich glaube, wir gehen wieder mal zurück zum Hotel. Oh, das wollte ich gerade gar nicht. Wieder ein Körper da? Ein Kamehaps. Da habe ich ja tolle Fähigkeit von meinem Zepfi-Fuchs. Ich habe mir das nicht angeguckt, was für Fähigkeit die haben. Ah, drei Superbälle. Ja, wir gehen jetzt mal wieder nach oben. Ich habe meine Stimme ein bisschen leiser gemacht, weil ich bei dem Video gemerkt habe, dass meine Stimme doch etwas laut ist. Das muss ja nicht alles extrem laut sein. Man kann ihn hier auch nochmal ein bisschen leiser machen. Aber ich denke mal, das wird dann langsam mal passen. Arena Challenge, Arena Challenge. Wir gehen jetzt mal zurück. Ich werde nur noch einmal was machen. Und zwar werde ich nochmal kurz zu diesem Brunnen da gehen, neben dem Pokestadion. Weil ich denke, da könnte doch auch ein Pikachu am Planschen sein. Ha! Ich? Ein Pikachu? Nein, ich bin nur ein Mensch. Tja, jetzt ist vorausgekommen, dass ich hier förmlich vor mich hin plansche. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ach, warte. Nein, 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 nicht. Oh. Ah, sehr schön. Wie? Es ist das vermisste Pikachu. Drei Feuerheiler. Du, 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 du. Die meisten Unternehmen hier in Galar befinden sich im Besitz von Liga-Präsident José. Mein Lieblingsmensch ist der Champ. Und mein Lieblingswort lautet der, die, das Allerbeste. Oh, hi Kids. Wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt. Hey Sanja, was machst du denn hier im Hotel?
Ich stelle Nachforschungen über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald an. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende der Galar-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Diese Statue. Wer soll das sein? Das ist der Held der Überlieferung zufolge einst. Der Überlieferung zufolge einst die Galar-Region gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich gerne seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Na komm. Vor langer, langer Zeit erschien am Himmel von Galar ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellt angeblich jenen heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Die Legende wirft viele Fragen auf. Was hat es zum Beispiel mit dem Schwert und dem Schild des Helden auf sich? Soll er mit den Fäusten kämpfen? Und was steckt hinter diesem schwarzen Wirbel? Der Name Finstre Nacht kommt wahrscheinlich daher, dass er den ganzen Himmel bedeckt hat. Wow, das klingt, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du herausfinden willst, was hinter dem Schwert, dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Danke. Ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwie werde ich eine heiße Spur finden. Sag mal, solltet ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr hier übernachten wollt? An der Rezeption scheint viel los zu sein. Stimmt, wir müssen ja noch einchecken. Wenn uns irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir dir sofort Bescheid, Sanja. Was ist denn mit diesen Typen los? So kann ich nicht einchecken. Ole, 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 ole. Meine Kollegen von Team Yell und ich sind extra angereist, um unseren Lieblingstrainer bei der Arena-Challenge anzufeuern. Wenn du uns dabei in die Quere kommst, müssen wir leider deine Pokémon platt machen. Du legst echt drauf an, was? Wie du willst, ich hab dich gewarnt. Team Yell besteht nur aus echten Fans und echte Fans schrecken von nichts zurück, um ihren Star zum Sieg zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Danke, jetzt erfahre ich endlich, auf welchem Level ich sein muss. Zigzags. Zigzags ist cool. Das Neue. Level 9, alles klar. Es war gut, dass ich nicht weiter rumge... rumgehampelt habe da im Wald. Ist effektiv, aber noch guten Schaden, muss ich sagen. Ich wollte es einfach mal austesten. Zigzags ist hier nämlich undicht. Und Geradax hat sogar eine neue Entwicklung bekommen. Nicht paralysieren, bitte. Danke. Nicht paralysieren, bitte. Danke. Erst breche ich den Streif vom Zaun und dann verliere ich ihn auch noch. Was eine Blamage. Hey Leute, das schreit nach einer Revanche. Zeigt ihnen, dass die mir immer zusammenhält. Geh klar, Kumpel. Mann, wenn mal. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, in der Hotellobby zu kämpfen? Leptifuchs. Habe ich auch. Guck mal. Meins ist nur ein bisschen stärker. Aber trotzdem. Lassen wir das doch mal. Tammy Hubs erledigen. Der hatte noch kaum die Möglichkeit gehabt zu kämpfen. Fuchsupieb. Ist okay. Für meine Aquaknarre. Ah, die Strategie hat sie von mir abgeguckt. Nur Ruxupieb. Aber das wird dir nicht helfen.
Kraft besiegt. Ah, wieder kein Level up. Aber wollt ihr bald eins. Sorry, diese Schickimicki-Atmosphäre hier hat mir wohl das Hirn vernebelt. Bin Nummer 3 auch? Und Nummer 4 auch? Ich fühle mich in diesen Nobelschuppen einfach nicht wohl, sonst hätte ich nie verloren. Was ist das denn für ein Lärm, Yuri? Ich dachte, du willst nur einchecken. Moment mal, hast du für die ganze Zeit gekämpft? Keine schlechte Idee. Pass auf, ich steig mit ein. Das ist bestimmt ein gutes Training. Aber vorher heile ich noch deine Pokémon. Okay. War nicht notwendig. Vorher steht Arena-Challenger Hop, der nächste Champ der Galar-Region. Los geht's, das heißt 2 gegen 2. Alter, ich bin nicht gewohnt, so viel zu reden. Wenn wir mit euch fertig sind, jubeln wir Ole. Ihr wimmert dann maximal noch. Oh, nee. Ein Doppelkampf. Grübe von Team Yell und Grübe von Team Yell fordern dich heraus. Es gingen alle beide nicht effektiv hier, aber ist egal. Mach gut Schaden. Du darfst dann auch mal angreifen, Wolli, ne? Sehr gut. Wolli macht deutlich mehr Schaden als ich. Deshalb werde ich jetzt auch darauf gehen, selber Skeptifox rauszunehmen. Damit Wolli dann das Zigzags angreift. Kam ich hab's und Wolli die Level 12. Level 14. Spezialangriff dort und dort. Zack. Volley Tackle. Schade. Ich hätte mir ganz kurz eine Flasche zu trinken holen, während der Kampf jetzt zu Ende geht. Verzeiht mir die kleine Pause, aber meine Fresse, so viel zu reden, das bin ich nicht gewohnt. Und das geht auf die Stimmbänder. Und Kleptifox hat ein Level erreicht. So eine Niederlage macht mich traurig. Und wenn ich traurig bin, kann ich niemanden anfeuern. Oh, dabei wollte ich mir doch eigentlich nur die Eröffnungszeremonie anschauen. Jetzt habt ihr einen Grund zum Jubeln. Und wir können nur leise wimmern. Die sehen so richtig demotiviert aus.
Hey, was ist denn hier los? Miss Mary! Wir, also, ich verstehe ja, dass ihr mit den anderen Arena-Challengern auf Kriegsfuß steht, aber müsst ihr wirklich so grob mit ihnen umgehen? Und die wird ganz lieb. Nehmt es diesen Haufen bitte nicht übel. Das sind meine Fans. Sie nennen sich Team Yell und feuern mich bei der Arena-Challenge an. Aber wie es aussieht, übertreiben sie das mit dem Unterstützen ein bisschen. Na los, ab mit euch. Geht nach Hause. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb bannen sie andere der Arena-Challenger oft etwas rabiat. Tut mir echt leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Ach, du bist also Arena-Challenger? Und du hast schon deinen eigenen Fanclub? Mann, da werde ich glatt neidisch. Vielen Dank, dass du diese Typen von Team Yell vertrieben hast. Jetzt komme ich endlich an die Rezeption und kann einchecken. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb behandeln sie unsere Arena-Challenger besser, oder? Blablabla. Sprich mit dem Mann am Schalter, wenn du einchecken willst. Guten Abend und herzlich willkommen in Knospi Inn. Du bist ein Arena-Challenger, nicht wahr? Ja. Ah, du bist Juri, richtig? Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Ich möchte mich auch noch aufrichtig für deine Hilfe vorhin bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Pispo. Alles klar. Wie dir dünkt, werde ich der nächste Champ sein. Guten Morgen. Ab heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende ver... Komm, Juri, machen wir ein Wettrennen bis zum Engine-Stadion. Du rennst immer vor, Alter. Was ist ein Wettrennen, wenn du die ganze Zeit einen Frühstart machst? Bald fängt die Arena-Challenge an. Wird doch langsam Zeit. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Den Sieg werde nämlich ich nach Hause tragen. Sie weiß nicht, dass ich Protagonist bin. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald, Arena-Challenger. Soll ich dich zum Arena-Stadion führen? Jo, Digga, mach. Gut, dann los. Lass uns keine Zeit verlieren. Bitte folge mir. Da wären wir auch schon. Das Arena-Stadion. Viel Spaß bei der Eröffnungszeremonie. Zeremonie. Ihr sagt, glaube ich, alle dasselbe. Ich will sofort mit den Kämpfen loslegen, damit ich endlich auch ein paar Fans bekomme. Du bist ja Juri. Du bist Juri, richtig. Bei Veranstaltungen, die zur Arena-Challenge gehören, musst du deine Uniform tragen. Und die Eröffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena-Challenge. Ich schlage also vor, dass du dich jetzt umziehst. SOS. Toll, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Und die Trikotnummer 505 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge beginnt gleich. Meine Damen und Herren, ich bin Rosé, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass ihr alle hier heute da sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das große Spektakel der Galar-Region zu eröffnen, die Arena-Challenge. Jawohl, die Arena-Challenge. Jetzt ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Orden ergattert, darf am Champ Cup teilnehmen und hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte ich um einen Tosenapplaus für unsere Arena-Leiter.
Deshalb ist schon echt cool. Yaro, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuerveteran Kabu. Saida, das Wunderkind der Skalar-Karate. Niemand kennt den Typ Kampf so gut wie sie. Papella, Meisterin fantastischen Theaters und fantastischer Feen-Pokémon. Der Gesteinsexperte und Felsenbrecher Mac. Und der stärkste aller Arenaleiter, Roy, der Drachensturm. Einer der Arenaleiter fehlt heute leider. Aber dies sind sie, der ganze Stolz von Galar. Unsere Arenaleiter. Ich fasse es nicht, vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arenastadions. Ich zitter immer noch vor lauter Aufregung, dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Na, ihr beiden? Endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen, Rosé ist mein Name. Rose? Na mal, sag mal Rosé, der sieht so italienisch aus. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon eigene Dynamax-Bänder. Dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön, die Bewohner der Galar-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Macht's gut. Er ist der Bösewicht. Es gibt einen Bösewicht. Und das ist er. Liga-Präsident Rosé scheint ja wirklich bester Laune zu sein. Aber zurück zu euch. Hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt. Steckt euch Ziele, nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass uns gleich angehen, Yuri. Die Arenaleiter von Galar müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns in Torfiert. Da kommt man über Route 3 hin. Eieieiei. Pokémon ist anstrengend, wenn man das alles vorliest. Bei der Arena-Challenge geht es darum, die 8 Arena-Steine von Galar nacheinander aufzusuchen und sich ihre jeweiligen Arena-Orden zu erkämpfen. Um einen Arena-Orden zu erhalten, musst du die zugehörige Arena-Mission bestehen und im Anschluss den Arena-Leiter im Kampf bezwingen. Easy peasy. Dann wollen wir doch mal. Route 3 ist links von uns. Okay. Gut zu wissen. Begib dich über Route 3 nach Turffield. Yuri, Liga-Präsident Rosé hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Fahrrad? Ein wundervolles Geschenk von unseren wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung, hier hast du dein Geschenk. Ein Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen. Und zwar an jeden beliebigen Ort, an den du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du die Dienste zunehmen, wirst du von einem Karmor schnurstracks an dein Ziel gebracht. Öffne über das Spielmenü die Karte und wähle, wo die Reise hingehen soll. Ich zitiere aus der Anleitung der Flugtaxis. Bitte öffnen Sie das X-Menü und wählen Sie die Karte. Danach müssen Sie nur noch Ihr Ziel aussuchen. Guten Flug. Aber das Flugtaxi bringt dich, wie gesagt, nur an Orte, die du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du als nächstes nochmal Turffield bist, musst du da also erstmal zu Fuß dorthin. Sie haben mich alle angefeuert. Ich wollte nicht weinen. Mein Pikachu ist wieder da. Vielen Dank, dass du es gefunden hast. Ich möchte dir das schenken, weil du mir beim Suchen geholfen hast. Heilspray. Das könnte ich gebrauchen. Erhöht bei meinem Satz eine Lärmattacke, den Spezialangriff. Aha.
Okay. Arena Challenge, Arena Challenge. Da bist du ja. Du, ich hab die Idee. Wie wär's mit deinem Trainingskampf? Du gegen mich. Alles klar. Das wollte ich hören. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. Welches Level bist du? Schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena Challenge. Level 11, alles klar, das passt, das passt, das passt. Bam! Half-Life. 3, confirmed. Oh, 9 KP. Oh, schlecht. Perfekt. Wolli erreicht Level 12. Schutzteiler. Was ist das denn? Die Psyche werden Verteidigungsspezialwaffen an das Amazon des Redes addiert und den Zweifel gleich helfen. Aha. Nee, danke. Hoplo, möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, aber sicher. Gegen Hoplo kommt mein Memion. Level 14. Ja, passt sogar perfekt. Aquavelle. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen jetzt schon total verändert. Na, wirklich? Ehrlich? Es geht mir alles. Hier kommt unsere heiß lodernde Feuerkraft. Und du hast es immer noch nicht gecheckt, hä? Feuer gegen Wasser. Nicht so besonders toll. Hier kriegst du einen Klammergriff. Oh. Du Fuchs, du. Memion setzt gegen Hoplo Klammergriff ein. Alter, macht das Schaden. Dann ist es besiegt. Tschüss, Hoplo. Micro Level 15. Ja, komm, Voidi. Ich und dünne Klemme, nix da. So ein Sieg mit dem Rücken zur Wand zählt dafür gleich doppelt. Du weißt schon, dass du noch gegen 6 Pokémon gewinnen müsstest. Ja, okay. Pizza, alles gut. Nicht sehr effektiv. Guck mal, ein Wangengrubbler, paralysiert ist. Macht okayen Schaden. Wie viel macht Biss? Bisschen mehr. Ah, 3 KP. Verkraft dich. Zack. Paralysiert. Nächster Biss. Und dann kuscheln wir jetzt am Ende nochmal, ne? Da. Ah. Ich will dieses Pokécamp nicht machen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich das mache, kommt wieder dieses Pokémon der Zuneigung zu dir und überlebt dann Sachen, die es eigentlich nicht überleben sollte oder heilt sich selbst von Vergiftung oder sonst was und das mag ich nicht. Deshalb würde ich liebend gern auf das Pokécamping nämlich verzichten. So schön es auch ist, das würde ich dann vielleicht mal am Ende zeigen.